Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 28.05.2024. Und unser DAX hat zum Montag hier erstmal nochmal ein bisschen für Stabilität sorgen können, hat auch nochmal oben ein bisschen was draufgepackt. Wir hatten uns ja gestern darüber unterhalten, dass nun zum US-Feiertag hier insbesondere wichtig werden sollte, wie unser DAX sich unter oder generell mit der 700 auseinandersetzt. Ich habe gesagt, dass es ihm durchaus auch zuzutrauen wäre, wenn unter der 700 gehandelt wird, dass er dann wirklich die ganze Rutsche auch von dem Freitag wieder zurück abwickelt. Ja, also dass er zum Montag einfach den Freitag umdreht. Habe aber auch gesagt, dass ich eben auch für einen Short den klar unter einer 700 haben will. Und das hat er uns eigentlich ganztägig gar nicht geboten. Er hat dazu so zwei, dreimal kurz angetippt, aber drunter war er nicht wirklich und hat sich dann eher nach oben bewegt in die 57, 67 hier oben einmal auf das Hoch. Und das ist jetzt hier die spannende Stelle. Insbesondere nun eben, weil ja ein Feiertag war, sollte jetzt genau hingeschaut werden, wie auch die Amerikaner das jetzt betrachten oder bewerten und generell in den Handel reinkommen. Sollten die jetzt nämlich überhaupt nichts davon halten, dass der Markt jetzt hier hochgezogen wird und die prügeln das einfach nach unten, tritt jetzt das ein, was wir die ganzen Tage immer wieder gesagt hatten, dass selbst ein erneutes Erreichen von 838 der SKS noch nichts abtun wird. Ich weiß, das klingt so ein bisschen wie, als versucht sich der Martin unbedingt an die SKS zu klammern, aber es ist halt wirklich im DAX einfach so, dass die Dinger immer so potthässlich ablaufen und dann doch irgendwie wieder am Ziel stehen, dass man es einfach immer wieder auf dem Zettel haben muss. Und wir sind einfach auf der Perspektive hier eben noch an einem, in einem Seitwärtspattern halt jetzt wieder im oberen Bereich, wo wir schon oft abgewiesen wurden. Und jedes Mal, wenn wir abgewiesen wurden, sind wir anschließend auf ein tieferes Tief gefallen. Um auf ein tieferes Tief zu fallen, muss er jetzt unter die 18.500. Das heißt, man sollte das jetzt auch nicht unbedingt kleinreden hier. Dennoch würde ich es ähnlich handhaben, wie wir das gestern gemacht haben. Einfach auf eine Kante setzen, wo man sagt, okay, geht er tiefer, dann sollte man drüber nachdenken, bleibt aber da drüber, dann ist es erstmal noch okay und im Zweifel sogar long zu handeln. So haben sie gestern auch gesagt, ja, wenn er oberhalb von 700 eben hochdrückt und über 57 ist es eher potenziell Richtung 800, 830, geht er dadurch, dann ist es auch höher Richtung 880, 920 und auch 89, 19.000 dann möglich. Und so würde ich jetzt ja auch angehen. Ich würde die Kante jetzt auf die 57 wiederlegen, 57, 67. Ja, sollte der sich darüber halten zum Dienstag, alles fein, kann er nach oben steigen, kann er auch die 29 nochmal anlaufen, die 880 anlaufen hier, kann die, das Nachthoch war ja bei 29, das über den Tag haben wir hier knapp die 880 überschossen. Ja, das könnt ihr dann nochmal ansteuern jetzt hier, dafür müsst ihr die 800 halt rausnehmen, 838. Geht er auch darüber, geht er auch über 29, ist ihm definitiv ein Erreichen von einer 19.000, die Kante hier oben liegt jetzt im Bereich um 1920. 19.020 locker machbar, locker, kann am Dienstag schaffen. Der guckt mal, was er selbst zum US-Feiertag für eine Bewegungsspanne gehabt hat. Selbst wenn er die macht, dann steht er jetzt schon oben bei 19.59 und dann wäre er zum regulären Handel jetzt 50 Punkte mehr. Das ist nur kein Akt. Ja, also ich würde mich hier oben weiterhin jetzt nicht unbedingt Short verausgaben, das habe ich gestern auch schon gesagt, das behalte ich jetzt hier bei. Wäre mir persönlich das Risiko einfach zu hoch, dass wir hier schon wieder in der Trendfortsetzung nach oben stecken und der Markt jetzt einfach wieder nach oben eskaliert und im Zweifel läuft er dann wieder viel weiter, als es alle denken. Deswegen würde ich eher dann vielleicht sogar den Long suchen, insofern der Markt zur Stärke neigt. Sehen wir aber eine ganz klare Abweisung, sehen wir eben jetzt dieses Wegdrücken, was wir die letzten Tage immer wieder als Szenario mit betrachtet haben, dieses Reinstechen nochmal in die 800 und dann dieses Abweisen nach unten, sehen wir das jetzt zum Dienstag. In dem Sinne, dass man wirklich erkennt, die Amerikaner halten überhaupt nichts von, dass der hier hochgezogen wird, würde ich unterhalb von 57 tatsächlich schon eher zum Short greifen, weil es naheliegend wäre, dass wir hier tatsächlich auch nochmal ein neues Tief kriegen und es sich dann noch wieder in seine SKS reinfummelt. Ziele nach unten wären dann hier im Bereich um 685 zu suchen. Ja, 6,85, dann haben wir hier die beiden Linien, die sich hier so knapp um die 6,50, 6,40 kreuzeln oder 6,30, 6,50. Ja, und alles, was dann tiefer geht, spricht schon fast wieder für ein neues Tief unter 500. Ja, und deswegen kann man sich wahrscheinlich ganz gut an der 7,50 orientieren. Darüber würde ich ihm jetzt die Chance einräumen, auch wenn ich ihn noch ein bisschen skeptisch betrachte und auch sage, okay, Feiertagshandel sollte man vielleicht ein bisschen in Klammern setzen. Da ist man auch oft gut mit beraten, da einfach noch ein bisschen zu gucken, wie nimmt denn der Markt es am nächsten Tag an. Haben wir auch schon oft genug gesehen, dass es das einfach umgedreht wird. Aber es ist für mich jetzt hier nicht unbedingt so, dass ich jetzt hier geil auf Short bin und hier unbedingt gegenhauen muss, weil ja die SKS auf jeden Fall noch kommt. Nein, 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 nein. Also, auch wenn wir das immer wieder sagen und so weiter, ich möchte vom Markt das auch wirklich sehen, dass er das anspielt. Ich möchte vom Markt sehen, dass er das genauso sieht.
Und sieht er das nicht, sieht er das eher aus dem bullischen Szenario und agieren hier eher mehr die Käufer als die Verkäufer, dann bringt es mir ja nichts, auf ein SGS-Ziel zu traden, wenn er sich schon immer weiter davon entfernt. Was würde ich eine Position hier im Minus aussetzen? Da verdiene ich doch nichts dran. Ja, besser ist es doch dann, wenn er sich eben oben rausschickt, da auf der langen Seite eben versuchen, die Punkte mitzunehmen. Ja, soweit die Erwartungshaltung. Wie gesagt, 57, 67 wäre jetzt meine Grenze zum Dienstag. Alles drüber. Alles, was auftritt oberhalb von 57, kleine Rücksätze, die wieder auftreten, sehe ich dann eher Richtung 29, 88 und auch 19.000. Ja, und kippt aber weg. 57 bleibt bei mir ein neues Tief hier. Eher eine Frage der Zeit. Ja, gut, damit mache ich hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Seminar-Mails müsste ich, also generell alle Mails müsste ich eigentlich durch haben. Ich habe, glaube ich, gestern bis um 3 noch an den Mails gesessen und wirklich mal alles nochmal richtig. Ich glaube, ich habe zwei einzigste Mails. Das ist, der Michael hat, glaube ich, noch eine für seinen Bruder hat er angefragt. Der kriegt noch eine Antwort und eine ganz alte E-Mail habe ich noch, die liegt aber schon 4, 5 Wochen. Ansonsten ist alles jetzt alles bedient. Ja, wer eine Antwort vermisst, guckt bitte unbedingt in Spam oder fragt im Zweifel sonst nochmal nach. Es müsste aber jeder eine Antwort bekommen haben. Ich bin soweit eigentlich durch. Ja, also es müsste jeder was haben. Gut, okay. Ja, ich mache hier zu. Wünsche euch was. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.